Ja, jetzt lädt er endlich das Main Menu. Ah, ist das schön. Hallo liebe Leute, willkommen zu einem kleinen Let's Test, einem kleinen Let's Show wohl eher. Und zwar Far Sky. Entfernter Himmel. Oder Himmel weit weg, oder weit weg Himmel, oder weit weit weg Himmel, oder naja, egal. Auf jeden Fall, dies ist ein Early Access Game. Habe ich richtig im Kopf, Early Access Game? Auf Steam. Mal kurz gucken, ob ich hier Mikrofon ein bisschen... Man musste ein bisschen mehr voluminieren. Und zwar... ja. Die Story ist kurz erklärt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund. Unser U-Boot hatte einen Crash. Oh, Delfine. Dolphin. Unser U-Boot hatte einen Crash, ist über den gesamten Meeresboden auf dem gesamten Globus. Ja, das ist Quatsch, natürlich nur in unserer Region verteilt und wir müssen die Teile wieder zusammenklauben. Wir haben natürlich nicht nur unendlich Sauerstoff, sondern der hält, glaube ich, in der ersten Phase für 3 Minuten. Nee, 3 Minuten? Waren das 3, 4 Minuten? 3 Minuten, glaube ich. 3 Minuten. Man kann aufrüsten, dass der länger hält und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, Adventurer, your journey begins here. Survivor, finish the game in Adventure to unlock this mode. Ja. Wir starten einfach mal. Generating new world. Ich weiß nicht, wie das mit den Spielständen ist. Ich hatte es schon mal angefangen und ich weiß nicht, ob das alte jetzt überschreibt oder einen neuen Spielstand erstellt. Mayday, Mayday, Mayday! My submarine is breaking into pieces. Also mein U-Boot bricht auseinander. Epische Sequenz und Animation. Nathan! Nathan! Geht's dir gut? Punkt, Punkt, Punkt! Nathan, antworte mir! Sei an der Name, aber lass mal stecken. Das Meer. Bin okay. Mach dir keine Sorge, Madison. Gott sei Dank. Ich war in Sorge. I won't survive long without... Ich werde nicht lang ohne Sauerstoff überleben. Da ist eine Basis in der Nähe. Ich sende dir die Koordinaten. Ja, ich sehe schon auf der Minimap oben rechts. Und das Springen hier finde ich eh noch mit am geilsten. So ein Moon-Feeling. Man sieht immer so hier diesen Kreis, den wir in der Mitte haben. Ah, ich bin in der Basis. Gut. Da sind einige Vorräte zurückgeblieben. Kommst du klar? Also, geht's ja gut. Ich würde jetzt besser gehen. Ja, es sollte möglich sein, Teil des U-Boots zu finden, um es zu reparieren und zurückzukommen. Ja, sie sendet mir ein Boot, sobald ich die Oberfläche erreiche, um mich da zurückzuholen. Das ist doch super! Und gleich mal haben wir günstige Sachen. Und zwar einen Drill, einen Bohrer und einen Extractor. Beide nehme ich mal mit und beide kann ich schon mal irgendwo anbringen. Ich habe es schon mal gesehen. Coal für den Ofen. Also es ist ein bisschen Minecraft-mäßig, muss man sagen. Ne? 25 Eisen und natürlich Fisch für den Hunger. Ich kann ja eben mal gucken. Noch haben wir keinen Hunger. Ich will aber auf Nummer sicher gehen und brate jetzt schon mal diesen Fisch. Zu Guckfisch, wir sehen, er hat jetzt hier eine, okay, konnten wir nicht sehen, ich glaube, der füllte nur 2 Hunger auf oder sowas. Und der hier füllt 15 Hunger auf, ist also wesentlich besser. Ja, eine Working Bench haben wir auch. Und, ja, ich, das da übrigens, böse, Hai. Es gibt nämlich auch Predator, also Räuber. So, den habe ich jetzt gesetzt und er bringt uns 100% Kohle und Kohle verbraucht sich hier wirklich schnell im Ofen. Hier das, was wir sehen, diese komischen Zeichen hier, das sind keine zurückgebliebenen Relikte einer Zivilisation. Nein, das ist Eisen. Und das können wir jetzt eben mal abbauen, denn das brauchen wir echt en masse. Und wir sehen unten übrigens über unserer Slotleiste da diesen kleinen blauen Balken, der zurückläuft. Das ist unser Sauerstoffvorrat. Der füllt sich jedes Mal automatisch wieder auf, wenn wir in die Base kommen. Aber hält halt im ersten... Ding jetzt noch nicht so lange und ich werde jetzt mal schon mal, wo ich es gerade sehe, U-Boot-Teile sind nicht zu übersehen und wir haben die rechte Heckflosse.
Eins von neun Stücke. Von neun Stück gefunden. Fünf Energiesphären brauchen wir, um den Roboter zu fixen. Der ist übrigens super cool. Das ist ein zusätzlicher Stauraum. Der Roboter. Der fliegt immer mit uns mit, egal wo wir hingehen. Und bringt uns immer die Sachen mit, die wir in ihn reintun oder rausnehmen, je nachdem. Also richtig cool, das Viech. Ja, ich habe im Sandbox-Modus schon ein bisschen rumprobiert. Ein großes Problem haben wir hier natürlich. Wir brauchen verschiedenste Ressourcen. Nahrung gibt es vor allem auch noch. Ich glaube, mein Sauerstoff... Mein Sauerstoff reicht auch, glaube ich, noch dafür. Und wir brauchen verschiedene Ressourcen, um hier zu überleben. Und nicht alle sind auf dieser Meereshöhe zu finden. Wir befinden uns ja gerade mal in 99 Metern Tiefe gerade aktuell. Und Gold. Gold ist auch seltene Ressource, nehmen wir natürlich sofort alles mit. Hier ist ein U-Boot-Piece. Ich hoffe, es ist noch auf unserem Level. Unserer Ebene. Hallo? Nee, dafür reicht der Oxygen nicht mehr. Mein Sauerstofflevel ist niedrig. Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ja, man hört ihn schon schwer atmen. Das ist anfangs wirklich nervig. Deswegen hoffe ich, das jetzt umgehen zu können. Wir packen das Wertvolle mal in die Kiste, denn da, wo wir sterben, droppt zwar eine Kiste mit all unseren Items. Aber wir müssen dann erstmal wieder hinkommen und vielleicht ist das irgendwo auf dem Meeresgrund und dann fehlen uns die Items, um auf den Meeresgrund zu kommen und so weiter. Wir können jetzt nämlich maximal, oben steht es in der Ecke, 180 Meter tief tauchen. Ja, Furniture, Building Workshop, Weapon Workshop, Equipment Workshop. Ist im Moment erstmal am wichtigsten, glaube ich. Harvest, Potato, Kartoffel. Wir können auch Nahrungsmittel anpflanzen, sonst wäre das mit der Ernährung ein bisschen blöd. Ich weiß noch nicht ganz, wie wir an Fischfleisch kommen. Ich befürchte ja, wir müssen Tiere töten. Soweit war ich noch nicht. Also, Raubtiere, Raubfischchen und auch die Kartoffeln. Vier Stück, vier Kohle, reicht gerade so aus. Schöne Animation übrigens mit dem Ofen, finde ich lustig. Weapon Workshop Furniture. Wir können jetzt erstmal hier sehen wir das Iron Diving Helmet. Den können wir als allererstes machen, aber jetzt habe ich das Gold gerade weggelegt. Und diesen Helm brauchen wir halt für die größeren Tiefen. Also mit den Items ist ab und zu ein bisschen nervig, wenn man dann mit sich rumtragen muss. Weniger Schaden. Ich mache aber erstmal Oxygen Zylinder und Druckwiderstand. Das heißt, wir können jetzt tiefer tauchen. Da oben sieht man, 250 Meter schaffen wir jetzt. Übrigens, in das Menü zu kommen, also in den Dingens. Mit I funktioniert es nicht. Mit E funktioniert es nicht. Man kommt also nicht in sein persönliches Menü rein. Finde ich ein bisschen nervig. Aber cute. Ja, wir haben wieder wenig Dingens. Ich besuche mal unseren Coal Extractor. Wow! Ich bin mir auch nicht sicher, ob die mich angreifen, nachdem ich sie angegriffen habe oder schon davor. Ja, die normalen Extractor sind nicht so unbedingt schnell. So, das war jetzt auch unnötig. Hätte man nicht... Oh. Oh! Gold! Gold kann man übrigens im Survival sammeln, um ihn für den Sandbox-Modus zu benutzen und gewisse Items schon mal vorzukaufen. Das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr genug Gold habt, sogar eine neue Station kaufen, die ihr dann nach Belieben irgendwo setzen könnt, ohne lange dafür die ganzen Materialien sammeln zu müssen. Ist natürlich von Vorteil, ne? Unbestritten. Und wir sehen da hinten übrigens eine Kiste auf der Minimap. Da, falls man meinen Mauszeiger sieht. Ich hoffe mal.
Ich weiß gar nicht, wie ich es eingestellt habe. Eigentlich nicht. Also eigentlich sollte man meinen Cursor sehen. Aber das ist von Game zu Game manchmal ein bisschen unterschiedlich. Oh, und rechts davon ist auch noch eine Kiste. Diese Kisten haben nämlich immer richtig nützliche Items dabei. Ich habe mal zum Beispiel einen Plant Pot und Energy Sphere. Das heißt, wir können jetzt mal den kleinen Roboter reparieren, nachdem ich die zweite Kiste geplündert habe. Oh, und hier liegt sogar ein Chipswrack. Hier liegen ganz viele Kisten. Da hinten. Da sehen wir es, ein alter Kahn. Und wir kriegen sogar Glasswall. Also die Kisten helfen einem richtig, richtig dolle. Auf der Karte sieht man dann auch, welche man... Oh. Grassapling sogar. Auf der Karte sieht man dann sogar, welche gelootet, schon gelootet sind und welche nicht. Manchmal sind die auch etwas komisch platziert. Man sieht es vielleicht. Was man mit den Schiffen machen kann, weiß ich noch nicht. Vielleicht sind sie einfach nur so markiert. Kann sein, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Ich muss übrigens aufpassen. Raubfischangriffe kündigen sich übrigens meistens dadurch an, dass es vorher richtig rauscht. Also, dass die vorher wirklich halt durchs Wasser rauschen, ne? Da ist er. So, ich rufe ihn mal. Mein anderer Droid hatte ein rotes Auge. Ich weiß jetzt nicht, ob das... aber wir haben Hunger. Der ist übrigens wichtig, den packe ich in den Robo. Der ist auch sehr wichtig, packe ich auch da rein. Die Sphären auch, die, ich weiß nämlich keine Ahnung, wie man die Sphären kriegt. Kohle war sehr mühsam abzubauen und das können wir mal eaten. Dann haben wir noch 52% Hunger, ist natürlich jetzt nicht so super am Anfang. Kupfer, Kupfer ist auch sehr wichtig, dass wir das jetzt schon haben zumindest. Denn Kupfer kriegen wir nur in größeren Tiefen. Ich gehe nochmal eben den Extractor ab. Beziehungsweise zum Extractor hin. Dann haben wir eigentlich auch erstmal ein paar Ressourcen, um da ja irgendwas Nennenswertes zustande zu bringen. Kohle verbraucht sich übrigens auch, ne? Das heißt, die Ressourcen verschwinden auch. Hier auch das Eisen alles, dann sind die Zeichen auf den Felsen weg, wenn da nichts mehr zu holen ist. Das heißt, irgendwann wird man zwangsläufig gezwungen sein, da abzuhauen. Oder... 6 Minuten 20 Sekunden halten wir durch. Okay, das ist interessant. Geil, Kartoffel. Kartoffel füllt 25 Hunger weg. Zack, nur noch 4% Hunger. Perfekt, würde ich sagen. Kohle kommt nochmal dahin, weil das alle Kohle, die wir haben. Oh, Robo. Huhu. Komm her. Komm her, komm her. Gut, 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 gut. So ist fein. Jetzt eh nur so ein bisschen Spielerei. Später werden wir den brauchen, weil wir länger über und länger über Wasser überleben können. Ja, das sowieso wäre wünschenswert. Wenn wir länger unter Wasser überleben können und ja. Im Grunde halt. Wenn wir länger unter Wasser überleben können und uns da auch weiter wegbewegen, dann ist es nämlich oh, Dolphins! Dolph Lundgren, ich höre ihn. Er schwimmt hier rum, der Dolphi. Na, wir machen aber mal, wir brauchen mal Building Workshop. Ich möchte die Station nämlich auch mal erweitern. Das kann man nämlich auch machen. Wer hätte es gedacht? Lamp, New Level. Ich habe mal den Gedanken gehabt, dass man mit den New Level einfach an die Oberfläche baut. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und New Base. Man braucht dieses komische Kristallding da oben, das man, glaube ich, echt nur wirklich in der Tiefe bekommt. Leider machen wir übrigens auch mal. Ist mir ein Bedürfnis.